Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggle 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Donnerstag, 5. März 2018, habe ich mich nochmal an den Tisch begeben hier, um das wundervolle Buch von dem Theodor Griesinger weiterzulesen, über die Jesuiten, wo ich gestern mit der Lesung ja endlich nach einer größeren Pause wieder aufgenommen habe, angefangen habe zu lesen, wie der Matthias Ricci oder Matteo Ricci, wie er auch heißt, Peking erobert hat und wie er das gemacht hat. Und im Eifer des Lesens habe ich sogar übersehen, dass es da eine interessante Fußnote gab, in die ich auch gerne mal reingehen möchte. Also werden wir heute nicht auf so eine Seite 141 in den PDF weitermachen, sondern wir gehen nochmal eben eine Seite zurück, dass wir dann nochmal gut reinkommen in die Lesung, die so interessant ist, finde ich. Also ich finde das echt sehr interessant, was man da alles lehrt über die Jesuiten. Wie gesagt, ich habe schon viel über die Jesuiten gewusst, habe ja auch andere Bücher gelesen und bin auch im Augenblick auf Code Word Babylon auch schon auf Seite mit Brett, was haben wir heute gelesen, Seite 305 sind wir da angekommen, also auch schon eine ganze Menge über die Jesuiten drin gelernt, aber was man hier drüber lernt, das habe ich eigentlich bis jetzt noch kein Buch gefunden. Das ist wirklich interessant über die Jesuiten selber, über ihren Werdegang und wie sie überall ihre Macht ergriffen haben. Und jetzt geht es eben gerade darum, wie die Jesuiten das erste Mal nach China im Grunde reingekommen sind. Ein Land, das sich ja total abgeschottet hat eigentlich. Und da lesen wir dann jetzt weiter und da machen wir mal eben das Bild von dem Text dann. Und da seht ihr, ich habe das hier in blau eingerahmt, der Satz, wo ich anfangen möchte. Das ist in der Mitte von Seite 140, also wir gehen eine gute Seite zurück. Für diejenigen, die die letzte Folge nicht gefolgt haben, schade, die sollten sich das auf jeden Fall angucken. Ist das natürlich eine Wiederholung, aber für diejenigen, die es gesehen haben, ist das eine Wiederholung, aber diejenigen, die es nicht gesehen haben, sollten es sich jedenfalls angucken, aber die kommen dann vielleicht auch ein bisschen in das Thema rein, was wir jetzt gerade besprechen. Ja? Also es geht hier darum, welche Vorzüge die Jesuiten den Mandarinen im Grunde gegeben haben, also denjenigen, die an der Macht waren. Ja. Und also lesen wir mal weiter hier. Dieselben durften nach wie vor ihre Hausgötzen, ne, also die Mandarinen und die Chinesen halt, ne, wenn sie sich zum Christentum bekehrt hatten sozusagen, durften zum Beispiel nach wie vor ihre Hausgötzen, wenn sie welche hatten, anbeten. Sie durften dem Laternenfeste, dem Seelenfeste, dem Feste des Felo und was dergleichen allen Chinesen gemeinsame Religionsfeierlichkeiten mehr sind, nach wie vor beiwohnen. Sie durften bei den Gräbern der Verwaisten opfern und sich, wenn sie krank wurden, mit dem Luin, ja, das habe ich gestern schon nicht lesen können, das Wort, das kann ich immer noch nicht lesen, mit dem Luin versehen. Das ist mit dem geschriebenen Passe, ne? Also da hatten wir darüber gesprochen, den Passepartout, also ein Ausweis, den sie bekommen, welchen die Lama-Priester für die andere Welt ausstellten, ne? Also nach dem Motto, du kriegst einen Ausweis, um eben auch im Jenseits dich ausweisen zu können. Ja? Also wenn sie krank wurden, sich mit dem Luin versehen, das ist mit dem geschriebenen Passepartout, welchen die Lama-Priester für die andere Welt ausstellten. Sie durften sogar, wenn sie älter waren, der Sitte oder Vielweiberei huldigen und sich Frauen oder Kepsweiber nehmen, so viel sie wollten. Ja, selbst ihre eigenen Schwestern durften sie sich ins eheliche Bett legen, wenn sie anders ein Gelüste danach trugen. Und weitläufigere Verwandtschaft bildete ohnehin kein Hindernis für die Heirat. Solches alles und noch viel mehres durften sie tun. Und die Jesuitenpatres machten von all diesen Zeremonien und Sitten, um nicht anzustoßen, den größten Teil selbst mit, wenn sie sich nur taufen ließen und erklärten, Christen sein zu wollen. Ja, also, wenn ich mich taufen lasse als Chinese und erkläre, Christ sein zu wollen, dann darf ich all diese Gräulichkeiten vor dem Herrn begehen. Was hat das dann noch mit Christensein zu tun? Nun, interessant ist, dass hier eine Fußnote ist, das habe ich gestern gar nicht gemerkt, aber die möchte ich jetzt mal eben vorlesen. Ja? Wo es ja eben heißt, dass die Jesuiten, um nicht anzustoßen, den größten Teil selbst mitmachen. Also mit anderen Worten, um nicht aufzufallen, machten sie selbst eben dieselben Orgien mit, um das jetzt mal ganz grob auszudrücken.
Dies gesteht der Jesuit Ignaz Lobo mit einem vom 19. September 1635 datierten und an den Franziskanerpater Antonio Saint Marie gerichteten Briefe selbst ein. Ja? Also ein Jesuit schreibt das in einem Brief an den Franziskanerpater Antonio de Saint Marie selber. Überhaupt bemerke ich hier einmal, sagt Theodor Griesinger, dass, was hier von der Christenlehre der Jesuiten in China erzählt wird, nur ein Auszug aus den Berichten der Jesuiten selbst ist, wie zum Beispiel aus dem großen Werke von Duhalde über China, die aus den Denkschriften der Patres Lecomte und Martini, aus den Berichten des Pater Michael Bohm, sowie aus hinterlassenen Papieren von Matteo Ricci selber. Es handelt sich also hier nicht um, also von Andichtungen, wir würden sagen heute, es handelt sich also hier nicht um Andichtungen, von Andichtungen, die von Jesuitenfeinden ausgingen, sondern von Wahrheiten, welche die Jesuitenmissionäre selbst zugestanden. Also, mit anderen Worten, der Griesinger klärt uns hier eben gerade drüber auf, dass all diese Verfehlungen, anders kann man diese sexuellen Ausschweifungen, die zugestanden werden, ja nicht nennen, Gebete an die Toten, die den Chinesen zugestanden wurden, das Niederknien und Anbeten von irgendwelchen Idolen, also Statuen, das durften sie auch noch machen, der Vielgötterei durften sie weiter frönen, solange sie nur gesagt hatten, dass sie Christ sein wollen und sich haben taufen lassen, und natürlich, dass sie sich Geliebte nahmen und sogar in dem Inzest frönten bis hin zu ihrer eigenen Schwester hin. All diese ganzen Sachen haben die Leute nicht nur getan, sondern haben die Jesuiten mitgetan. Und das ist nicht aus einer bigotterischen Sicht geschrieben, wie man so schön sagt, also aus einer Sicht eines zum Beispiel Protestanten, eines Jesuitengegners. Nein, sagt Theodor Griesinger hier, diese wird erzählt von unter anderem den Werken von Duhalde, von den Gedenkschriften des Patres Lecomte und Martini und aus den Berichten von Pater Michael Bohm sowie aus den hinterlassenen Papieren von Ricci selber. All diese Dokumente gibt es und die bestätigen das, was der Griesinger hier schreibt. Also es geht nicht darum, dass hier jemand, der selbst kein Jesuit ist oder nicht mehr ist, je nachdem, ob Griesinger jemals ein Mitglied der Jesuiten war oder nicht, er war Mitglied der römisch-katholischen Kirche, das wohl, und nach dem Motto, der rechnet da jetzt mit ab, dass er die ganzen Sachen hier an die große Glocke hängt und dass er das eben macht, um den irgendwas anzuschwärzen, was nicht stimmt. Nein, das kommt von ihren eigenen Abhandlungen, ihren eigenen Schriften selber. Ganz wichtig finde ich das, um das eben mal zu erwähnen. Man machte es ihnen gewiss so leicht und bequem als möglich. Man verlangte gewiss so wenig als möglich von ihnen. Dagegen aber versprach man ihnen so unendlich viel, dass es ein Mehrwunder gewesen wäre, wenn dieselben nicht zugegriffen hätten. Man versprach ihnen für dieses Leben, also dieses irdische Leben, alle Wissenschaften Europas, vermittelt deren Kenntnis sie sich über ihre Landsleute erheben konnten, so dass sie für die Zukunft der Kaiser nur aus ihrer Mitte seine Statthalter, seine Generale und seine Minister wählen durfte. Man versprach ihnen für jenes Leben, also das Ewige, eine ewig andauernde Glückseligkeit und einen so glorreichen Sitz im Tien, also im Himmel oben, ja, Tien ist der Himmel im Chinesischen, dass die übrigen Seelen, selbst die, welche nicht in der Hölle brieten, sie sämtlich darum beneiden mussten. Und für das alles, und für alles das kein weiteres Opfer als die Erklärung, von nun an ein Christ heißen zu wollen? Nein, nicht mehr. Ich wiederhole es. Nur war mit dieser Erklärung auch, wie es von sich selbst versteht, die Verpflichtung verbunden, keinen anderen Gewissensrat mehr zu haben als nur allein die Jesuitenpatres. Darin lag die Pointe. Denn wenn die Herren Patres erst die Beichtväter und Gewissensräte einer Familie wurden, dann war es so viel, als wenn die sämtlichen Mitglieder dieser Familie ihnen den Untertaneneid geschworen hätten. Bis hierhin sind wir letztes Mal gelangt. Jetzt lesen wir weiter.
Also wir sehen, dass die Jesuiten zwar an all diesen ganzen Verfehlungen mittun, aber nichtsdestotrotz diese Verfehlungen gebrauchen, um dann Macht über die Leute natürlich ausüben zu können, weil sie wurden die Gewissensräte, ja? Sie wurden die Beichtväter dieser sogenannten Christen. Auf diese Art gelang es dem Matthias Ricci, sich ja nach und nach eine äußerst einflussreiche Stellung am Hofe zu Peking zu erwerben. Und infolgedessen wurde es ihm nicht nur erlaubt, nächst dem Kollegium eine Kirche zu erbauen, sondern er durfte auch in anderen Städten des Großen Reichs durch seine Gefährten, deren er von Goa immer mehrere heranzog, Kollegien und Kirchen einrichten lassen. Deswegen dürfen wir aber noch durchaus nicht glauben, dass er nicht auch mit vielen Hindernissen zu kämpfen gehabt habe. Im Gegenteil taten insbesondere die Priester der Pho-Religion alles, also was in ihren Kräften stand, um ihn und seine Gefährten zu verdächtigen. Und es kam zum Beispiel im Kanton anno 1608 so weit, dass der dortige Statthalter den Pater Franz Martinez eine Bastonade geben ließ. Jetzt wüsste ich ja nicht, was eine Bastonade ist, unter welchen er den Geist aufgab. Also der ist davon dann gestorben. Das wird wohl eine Züchtigung gewesen sein. Auch dem Pater Longobardi wäre beinahe dasselbe Schicksal zuteil geworden, und dem Ricci selbst hätten um ein kleines, eine von Großbonzen in Peking angezettelte Kabale gestürzt. Allein er wusste die Freundschaft, die der Kaiser für ihn hegte, so gut zu benutzen, dass er stets schließlich triumphierte und der ihm und seinen Gefährten zugedachte Streich auf seine Feinde zurückfiel. Auch hier gehen wir kurz in eine Fußnote ein. Die Hofintrige, auf die ich oben anspielte, sagt Griesinger hier, machte er durch einen wirklichen Meisterstreich zu Schanden, indem er den Großbonzen beim Kaiser verdächtigte, eine Schmähschrift, die eben in Peking über den Hof zirkulierte, eine Schrift, die wahrscheinlich ihn selbst zum Autor hatte, nicht bloß verbreitet, sondern auch verfasst zu haben. Infolge dieser Verdächtigung erhielt nämlich der Großbonze die Bastonade, und zwar in solchem Maße oder in solchem Grade, dass er unter derselben starb. Auch der Gouverneur von Kanton, welchen der Pater Martinez so übel behandelte, kam schlecht weg, denn er wurde wegen dieser seiner Übereilung auf ein geringeres Gouvernement versetzt und musste noch froh sein, mit einer solch gnädigen Strafe davon zu schlüpfen. Nun, was wir hier gerade eben gelesen haben, dass der Autor sagt, eine Schrift, die wahrscheinlich ihn selbst zum Autor hatte, ja, also hier eine, da geht es ja um diese Schmähschrift gegenüber dem Kaiser oder was auch immer am Hof, ja, wie es hier steht, die im Hof zirkulierte, eine Schrift, die wahrscheinlich vom Autor selbst vorbereitet, wir müssen das hier sehen, so ist das leichter zu sehen, wahrscheinlich vom selbst zum Autor hatte, also dass die Jesuiten hier eben auch als Fälscher von solchen Schriften auftauchen. Ein weiteres Beispiel davon könnt ihr euch erinnern, in meiner Lesung von Die verborgene Geschichte der Jesuiten hatten wir von der Dreyfus-Affäre gesprochen. Da haben sie ja auch den Albert Dreyfus reingelegt und missbraucht, um ihre Agenda durchzudrücken. Ja? Das machen die Jesuiten. Also hier schon mal sogar im 17. Jahrhundert sehen wir das hier. Haben sie das auch schon gemacht. Weiter fährt der Autor dann fort im nächsten Satz. Im großen Ganzen genommen hatte also seine Mission einen wirklich außerordentlichen Erfolg. Und als ihn anno 1610 der Tod nach einer mehr als 27-jährigen Wirksamkeit in China hinwegraffte, durfte man mit Recht von ihm rühmen, dass er im Reich der Mitte so viel oder gar noch mehr geleistet habe als Franz Xavier in Indien und Japan. Freilich keineswegs für das Christentum, denn was er lehrte, hatte von diesem fast nur den Namen und wich in Besonderheit von den Glaubenssätzen der römisch-katholischen Kirche total ab, wohl aber für seinen Orden, weil er ihm eines der größten Länder der Welt eröffnete.
in welchem es der Macht, des Ruhmes und des Reichtums, wenn man es geschickt angriff, eine unendliche Menge zu ernten gab. Ja, wo ist denn hier meine Maus? Ne? Wieder gehen wir in eine Fußnote eben nochmal rein am Ende der Seite. Der beste Beweis, wie wenig den Ritschi das Christentum kümmerte, liegt in seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Er schrieb nämlich für die Chinesen und zur Unterstützung seiner Mission unter denselben folgende Werke. Die praktische Mathematik des Sclavius, die 6 ersten Bücher des Euklid, die Sphäre des Euklid, eine Abhandlung über, das kann ich hier nicht lesen, Befehl, eine Methode, Sonnenuhren zu machen, eine Art, wie man sich des Astrolabiums zu bedienen hat, über den Gebrauch der Spinette, einen Katechismus der Moralphilosophie, denselben, in welchen er sein chinesisches Christentum niederlegte. Ich denke, aus dieser Hinterlassenschaft wird man den Apostel für China am besten beurteilen können. Tja, genau wie es in der Bibel geschrieben steht, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist hier mit dem Ritschi dasselbe. Nicht lange nach Matthias Ritschis Tode starb auch sein großer Beschützer, der Kaiser Lanzi. Und unter seinem Nachfolger Tianqi, welcher übrigens nicht lange regierte, versuchten es die einheimischen Priester aufs Neue und zum Öfteren, ein Dekret zu erlangen, welches den eingedrungenen Fremdlingen das Handwerk lege. Intrige spielte gegen Intrige, Verleumdung spielte gegen Verleumdung, Anklage gegen Anklage. Und das eine Mal schien diese, das andere Mal jene Partie die Oberhand gewinnen zu wollen. Natürlich übrigens hätte es allzu wenig Interesse für den Leser, wenn ich über all diese Dinge in nähere Details eingehen wollte, und somit bemerke ich nur, dass die Jesuiten wenigstens einmal nahe daran waren, gänzlich zu unterliegen. Der Statthalter des Königreichs Qiannan, nämlich, welcher in Nanking residierte, erklärte sich anno 1615 zu ihrem besonderen Feinde und verfasste nicht nur eine weitläufige Denkschrift gegen sie, welche er an den Hof einsandte, sondern begann auch, begann auch mit ihrer Austreibung, ohne erst höhere Genehmigung abzuwarten. Also mit anderen Worten, der Statthalter trieb sie raus, ohne die Bestätigung des Kaisers zu haben. Darin folgte ihm der Gouverneur der angrenzenden Provinz Huangdong nach, und nun erlitten sie in diesen Teilen des ungeheuren Reiches befindlichen Jesuiten die grausamsten Verfolgung. Man schloss ihre Kollegien, riss ihre Kirchen nieder, warf sie selbst in harte Gefängnisse, gab ihnen die Bastonade und schloss damit, dass man sie wie Warenballen in ein Schiff packte, um sie außer Landes nach Macau zu transportieren. Man hätte nun erwarten sollen, dass der Hof von Peking hiergegen eingeschritten wäre, weil die Jesuiten da selbst immer noch als Mathematiker, Astronomen, Chemiker, Musiker und Mechaniker in großem Ansehen standen. Allein dies geschah nicht nur nicht, sondern das Rangische Ausweisungsdekret wurde sogar bestätigt, wahrscheinlich, weil die oben angeführte Denkschrift des Statthalters von Qiannan sich auf unwiderlegliche Anklagepunkte, die Jesuiten selbst beobachteten in ihren sonst so detaillierten Nachrichten über China hierüber stets das unverbrüchlichste Stillschweigen, stützte. Dagegen traten nun politische Ereignisse ein, welche die frommen Väter urplötzlich wieder zu größeren Ehren brachten, als sie sie je zuvor genossen hatten. Also, anstatt total vernichtet zu werden, übrigens, mir ist das hier ein bisschen zu klein, ich muss das mal eben größer stellen, anstatt total vernichtet zu werden, bekommen sie sogar noch mehr Erfolg als vorher mit ihrer Arbeit.
Schon längst nämlich hatten sich die Tartaren, ein ebenso zahlreicher als tapferer Volksstamm, dessen Wohnsitze an den nördlichen Grenzen des Reiches lagen, den chinesischen Kaisern furchtbar gemacht, und dieselben konnten sich der Einfälle dieser Nomadenhorden stets nur mit der Aufbietung all ihrer Kräfte erwehren. Ein solcher Einfall fand nun auch im Jahr 1618 statt, und der Khan der Entschuldigung. Und der Khan der Tartaren, der Dieb Tien Nemin, wie ihn die chinesischen Geschichtsschreiber nennen, drang fast bis unter die Mauern von Peking vor. Komisch, dass das in 1618 passiert, wo in Europa der 30-jährige Krieg ausbrach, ne? Der Kaiser kam in die höchste Not, denn seine eigenen Soldaten schlugen sich schlecht, und es stand also zu befürchten, dass Peking selbst in die Hände des Feindes fallen würde. Da es der Mandarine Soi, ja, das ist ein S, ne? Da gab der Mandarine Soi, einer der höchsten Staatsbeamten des Reiches, welche die Jesuiten durch seine fromme Tochter Candide, diese war von ihnen getauft worden und wird von ihnen als eine förmliche Heilige geschildert, ganz in ihrer Gewalt hatten, dem Monarchen den Rat, sich von den frommen Patribus portugiesische Offiziere und besonders Artilleristen zu erbitten, um durch deren überlegene Kriegskunst den Feind zu schlagen, und darauf ging der Kaiser mit Freude ein. Auch willfahrten ihm die Jesuiten Patres aufs bereitwilligste. Jedoch, wie man sich leicht denken kann, nur unter gewissen Bedingungen, unter welchen namentlich auch die solenne Aufhebung, also die solenne oder vollene, die solenne Aufhebung des rangischen Verbannungsdekrets gehörte, also die komplette, würde ich jetzt mal heißen, wäre das moderne deutsche Wort für dieses hier, ja? Unter welchen namentlich auch die komplette Aufhebung des rangischen Verbannungsdekrets gehörte. Und die Folge war, dass sie nach glücklicher Verjagung der Tartaren das Herz des Kaisers und mit demselben den Schlüssel zur Regierung vollständig in die Hand bekam. Man gab ihnen also vollkommen freie Hand, carte blanche, wie ich das früher nannte, in allen Städten des Reiches Kollegien zu errichten und Kirchen daneben zu erbauen, und dass sie hiervon den ausgedehntesten Gebrauch machten, daran wird kein vernünftiger zweifeln. Die Tartareneinfälle gehörten übrigens mit der Niederlage Tianmins nicht auf, sondern erneuerten sich vielmehr unter dem Kaiser Huai Stong, dem Nachfolger Tianqis, und noch viel stärker als zuvor, und Huai Stong kam dadurch hart ins Gedränge. Noch schlimmer wurde es, als der Prinz Li Zeqing einen Aufruhr erregte und mit Unterstützung von 70.000 Tartarenreitern bis Peking vordrang. Von längerem Widerstand konnte da keine Rede mehr sein, und in der Verzweiflung entleibte sich Kuai Stong in seinem Palaste mit all seinen Weibern, worauf sofort Xi Zeqing Besitze vom Thron nahm. Allein wenn ihm nun auch die Hauptstadt huldigte, so geschah dies doch nicht von Seiten der Provinzen, und es entstand dadurch eine so grenzenlose Verwirrung im chinesischen Reiche, dass bald kein Mensch mehr wüsste, wer Koch oder Kellner sei. Tief war der Jammer unter allen Vaterlandsfreunden, und noch tiefer die Rot des Wolfs. Was ist denn das, die Rot des Wolfs? Das muss ein Ausdruck sein von früher, den ich nicht kenne. Tief war der Jammer unter allen Vaterlandsfreunden, und noch tiefer die Rot des Wolfs. Ach, die Not des Volks, mein Junge. Also manchmal, Entschuldigung, also manchmal habe ich wirklich mit diesen Buchstaben echt meine Probleme. Tief war der Jammer unter allen Vaterlandsfreunden, und noch tiefer die Not des Volks. Die Jesuiten dagegen rieben sich vor Vergnügen die Hände, denn sie wussten im Trüben zu fischen und versprachen jedem der verschiedenen Prätendenten, die sich nun um die Herrschaft stritten, gegen gewisse Zusagen goldene Berge.
Ja, mit anderen Worten, ich verkaufe dir eine Brücke und was heißt die auf dem Mond? Insbesondere hervorstechend benahmen sie sich hierbei die beiden Patres Goffler und Schall. Und es ist in der Tat der Mühe wert, dieses Betragen ein wenig näher zu beleuchten, da beide, obwohl natürlich nicht auf eigene Faust, sondern auf Befehl ihres Generals in Rom, der stets alle Fäden der Maschinerie in der Hand hielt, in ganz entgegengesetzten Lagern zu wirken. Ja, es gibt ja die berühmte Aussage von diesem frühen General der Jesuiten. Siehe, hier sitze ich in meinem Büro in Rom und regiere von hier Europa. Nicht nur Europa, sondern auch China. Und kein Mensch versteht, wie ich es tue. Das ist ungefähr die Übersetzung des Zitats des Jesuitengenerals. Ich meine, das ist aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, also ganz früh noch in der Geschichte der Jesuiten. Und da haben wir hier ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Jesuiten überall Zwietracht sehen und sich dann dieser Zwietracht bedienen, um schlussendlich ihren Erfolg daraus zu ziehen. Ja. Mal gucken, die Aufnahme läuft gut. Pater Kostler nenne ich den mal hier. Kostler, ich kann das nicht besser lesen. Ich nenne mal Kostler. Pater Kostler nämlich fand sich alsobald, als Tum Lie, ein Enkel des Kaisers Man Lies, sich in der Provinz Changzhou zum Kaiser ausrufen ließ, bei letzterem ein und brachte den Dr. Luca, einen guten Genieoffizier und noch besseren Jesuiten, sowie noch verschiedene andere Patres, worunter auch den Martin Bohm, mit sich. Über dem befanden sich auch einige weltliche Portugiesen, lauter Offiziere, welche ihm der Statthalter von Macau sandte, in seinem Gefolge, und somit konnte er sich schon mit einiger Ostentation auftreten. Das tat er dann auch. Und Tum Lie wurde dadurch mit Leichtigkeit auf den Glauben gebracht, dass es ihm nicht schwer fallen werde, sich ganz China zu unterwerfen, sobald er sich ganz auf die Seite der Christen stelle. Es war dies ja bereits eine großmächtige Partei, und Goffler sagte ihm deren einmütigen Beistand zu, sobald Tum Lie darin willige, sich selbst mit Weibern und Kindern taufen zu lassen. Der Letztere besann sich eine Weile, denn er wusste noch nicht, ob er nicht durch eine solche Handlung die große Waffe des chinesischen die große Masse des chinesischen Volkes allzu sehr vor den Kopf stoße. Allein, als er die Nachricht empfing, dass seine Truppen vom Feinde geschlagen seien, willigte er ein, wenigstens Frauen und Kinder vor aller Welt taufen zu lassen, wenn er selbst auch äußerlich das Christentum noch nicht bekannte, wogegen Pater Koffler sofort ein christliches Heer unter Lukas Befehl stehen lassen sollte. Beides geschah, das heißt, die Taufhandlung ging vor sich und Luca fing an, ein kleines Heer zu sammeln. Die beiden Gemahlinnen Tum Lies erhielten die Namen Helena und Anna, und erstere ward sofort veranlasst, durch den Pater Michael Boom, dem Papste Alexander dem VII. Ein vom 4. Dezember 1650 datiertes, eigenhändiges Schreiben zu senden, worin sie den Heiligen Vater, den Statthalter Christi auf Erden, versichert, dass ganz China sich in tiefster Ergebenheit ihm unterwerfe. Ja, Entschuldigung, ich muss ab und zu noch mal husten, ich bin immer noch nicht gesund. Aber das ist ja wohl der Hammer hier. Heiliger Vater, ich gebe dir mein Land. Ne? Wie Ronald Reagan dem Papst gesagt hat in den 80er Jahren. Also, die Frauen des Kaisers, die beiden Gemahlen, namen Helena und Anna, und die Helena ward sofort veranlasst, durch den Pater Michael Boom, dem Papste Alexander dem VII. Ein vom 4. Dezember 1650 datiertes eigenhändiges Schreiben zu senden,
worin sie den Heiligen Vater, den Statthalter Christi auf Erden, versichert, dass ganz China sich in tiefster Ergebenheit ihm unterwerfe. In einer Fußnote lesen wir hier: Auch dieses Schreiben, auf welches sich die Jesuiten nicht wenig einbildeten, Entschuldigung, weil es ein Beweis von einem hohen Ansehen bei Hofe war, ist ausführlich zu lesen in, und dann führt er hier die Referenz an, wo man das nachlesen kann. So. Dualde, also von dem Schriftsteller Dualde, Description de la Chine, Beschreibung von China, dritter Band, Seite 301, fortfolgende. Also, auch dieses hier ist sehr gut dokumentiert, wo man diesen Schrieb zurückfinden kann. Der Thronerbe Tam Tim aber ward Konstantin umgetauft und ihm stellte Kostler wörtlich folgendes Horoskop. Zitat: Das Kind, gleich dem Sohn Gottes um Mitternacht geboren, muss in allem Glück haben und gleicht einer Sonne, welche ganz China mit Glück überschütten wird. Ende Zitat. All diesen nach sollte man natürlich die Überzeugung haben zu dürfen glauben. Manchmal sind das wirklich schwierige Sätze hier. All diesen nach sollte man nun natürlich die Überzeugung haben zu dürfen glauben, dass die Jesuiten in China es durchaus mit den Prätendenzen Chung Li gehalten und insgesamt darauf hingearbeitet hätten, ihm den Sieg über alle seine Thronmitbewerber zu verschaffen. Allein dem war nicht so, sondern sie spielten vielmehr bei einem anderen Prätendenten ganz die nämliche, also selbe Rolle. Ohne Zweifel, um jedenfalls mochte schließlich dieser oder jener siegen, die Palme davon zu tragen. Also nach dem Motto, wer auch immer von euch beiden den Kampf gewinnt, die Kirche ist der Gewinner am Ende. Ganz nach dem jesuitischen Motto aus dem Eid. Nachdem nämlich Li Zicheng Besitz von Peking ergriffen hatte, eilte Fan Dui, ein Bruder des letzter verstorbenen Kaisers, in die Mandschurei, warb dort mit den mitgenommenen Schätzen ein großes Heer, stellte sich an dessen Spitze, fiel in China ein, belagerte Peking und zwang den Zicheng zur Abdankung. Gleich darauf starb er und hinterließ die Errungenschaften seinem einzigen Sohne, Chun Qin. Dieser aber rüstete sich sofort mit aller Macht, die übrigen Provinzen Chinas ebenfalls seiner Herrschaft zu unterwerfen und den verschiedenen Prätendentschaften einmal für allemal, also ein für allemal, ein Ende zu machen. Er war als tapferer Feldherr bekannt, und da er sich überdem auf seine wohl erprobte Armee verlassen konnte, so durfte er fast nicht daran zweifeln, dass der Erfolg des zu beginnenden Kampfes ein günstiger für ihn werden müsse. Dessen ungeachtet beschloss er, weil er, wie so viel kühne Feldhauptleute vor und nach ihm, dem Glauben an den Einfluss der Gestirne huldigte, von dem Beginn seiner Operation das Geschick um Rat zu fragen, und er befahl also den Jesuiten Adam Schall, welcher den Lehrstuhl der Astronomie am Pekingschen Kollegium innehatte, den Himmel nächtlicher Weile zu konsultieren. Ja, Schall, über den habe ich früher auch schon mal was gelesen. Ein ganz berühmter Jesuit, der auch, glaube ich, den man auch, glaube ich, ganz gut in Bildern finden kann. Wollen wir eben gucken. Adam Schall. Also mir sagt er von früheren Lesung schon etwas hier. Adam Schall von Bell China. Ja, der müsste das hier sein. In Wikipedia. Da lesen wir hier. Und dann wollen wir eben gucken, ob wir das auch in Deutsch kriegen können. Das ist ja Englisch. Johann Adam Schall von Bell. Ja, vom 1. Mai 1592 geboren, wahrscheinlich in Köln und 1666 in Peking gestorben, war ein deutscher Jesuit, Wissenschaftler, Missionar und Mandarin am Hofe des Kaisers von China. Lesen Sie mal eben ein wenig über, was Wikipedia hier zu erzählen hat, über den Schall, den wir hier jetzt in dem Buch von Griesinger treffen. Das ist nämlich der Mann. Schall von Bell entstammte dem rheinischen Adelsgeschlecht von Schall zu Bell. Die Quellen nennen Lüftelberg, also heute Stadtteil
heute Teil der Stadt Meckenheim bzw. Köln, wo die Familie am heutigen Neumarkt ein Stadthaus unterhielt als wahrscheinlichen Geburtsort. Vermutlich nach einem ersten Privatunterricht besuchte er in Köln das damals von Jesuiten geleitete Gymnasium Tricoronatum. Die Entscheidung, sich 1607 in Rom zu bewerben, um dort am Collegium Germanicum in erster Linie Mathematik und Astronomie zu studieren, könnte mit dem Ausbruch der Pest in Köln in Zusammenhang stehen. Jedenfalls schickten ihn seine Eltern alsbald nach Rom, obwohl die Bewerbung wegen des noch jugendlichen Alters Adams für ein Jahr zurückgewiesen wurde. In Rom ermöglichte dann eine Vermittlung den verfrühten Zugang zu dem Collegium. Ne? Das Collegium Germanicum, da hatten wir ja ganz am Anfang dieser Lesung drüber gesprochen, ne? Wofür das diente. Ne? Zur Ausbildung von Jesuiten in Deutschland, um eben da die Reformation kaputt zu machen. Schall absolvierte die Ausbildung am Collegium und trat 1611 in Rom in den Jesuitenorden ein. Nach dem Noviziat wechselte er 1613 an das Collegio Romano. Dort studierte er Theologie, aber auch weiterhin Mathematik und Astronomie, insbesondere bei Christoph Grienberger. Bevor wir hier den ganzen Kram lesen, ich kann euch das ja auch später mal den Link vielleicht mit in das Video reinschreiben, wenn ich daran denke, das da reinzumachen, sonst müsst ihr das mal selbst raussuchen. Hier steht zum Beispiel, das wird vielleicht ein bisschen interessanter, er veröffentlichte in diesem Jahr, also das ist hier 1630, ja, in Peking war man an einigen fachkundigen Personen aus Europa interessiert, 1623 konnte sich die jesuitische Gruppe in Peking niederlassen, in den Jahren 1627 bis 30 war Schall in Xinganfu, also heute Xian, als Seelsorger tätig und ab 1630 wirkte er wieder in Peking. Er veröffentlichte in diesem Jahr in chinesischer Sprache den Traktat über das Fernrohr. Darin findet sich eine Zeichnung über das Planetensystem, bei dem die Erde im Mittelpunkt steht, die Sonne und der Mond um die Erde kreisen und die Planeten wiederum um die Sonne. Dies entsprach dem Theoriestand des Astronomen Tycho Brahe, der von der Kirche toleriert wurde. Schalls Kenntnisse entsprachen jedoch auch den Vorstellungen des Nikolaus Kopernikus. Er wusste, dass die Welt rund war, nur aufgrund seines Einfühlungsvermögens der chinesischen Kultur gegenüber vertrat er diese Erkenntnis nicht. Es war die Zeit, in der der Vatikan Galileo Galilei bedrohte. Im Jahr 1630 wurde Schall zusammen mit Giacomo Ro vom kaiserlichen Hof mit der aufwendigen Reform des chinesischen Kalenders beauftragt. Eine Arbeit, die gerade erst von Johann Schreck aufgenommen, dann aber wegen dessen Todes abgebrochen worden war. Als Nachweis für die legitime Herrschaft des jeweiligen Herrschers hatte der Kalender politische Bedeutung und enthielt Vorschriften für das tägliche Leben. Für diesen Auftrag musste Schall lateinisch geschriebene Fachbücher ins Chinesische übersetzen, eine Schule für mathematische Berechnungsaufträge aufbauen und astronomische Instrumente modernisieren lassen. Für Schalls kopernikanisches Weltbild und konfessionspolitische Offenheit spricht, dass der Protestant Johannes Kepler in Kontakt mit Schall 1632 seine rudolfinischen Tafeln nach Peking sandte, um die Kalenderarbeiten zu unterstützen. 1634 baute Schall in Peking das erste galileische Fernrohr. 1635 wurde das Kalenderwerk veröffentlicht. Diese befinden sich heute noch vor Ort in Peking. Ich will das jetzt auch gar nicht groß weiter ausbreiten. Ich will nur sagen, dieser Schall, Adam Schall von Bell, war eine sehr bekannte, wichtige Persönlichkeit. Hier sehen wir übrigens ein Bild von ihm. Ich will mal ein bisschen größer machen. Können wir ja mal kurz eingeblendet lassen, wo wir gerade von dem Adam Schall sprechen. In einem Mandaringewand. Ne? Also sieht eigentlich sehr chinesisch aus, ist aber ein Europäer. Ne? Ne? Man sollte sich nicht verleiten lassen, nur weil der Bart so ist. Und ja, er hat da halt eine ganze Zeit lang gelebt. Und man sieht ja hier das dreifache Kreuz auf die Seite gelegt. Naja, und dann hier die Zeichnung der Welt. Also, der Adam Schall von Bell, eine ganz wichtige Person damals in China, das habe ich schon früher mal gelesen, und den begegnen wir jetzt hier halt in dem Buch von Griesinger. Und da lesen wir nochmal eben weiter. Was war jetzt hier? Und er befahl also dem Jesuiten Adam Schall, welcher den Lehrstuhl der Astronomie am Pekingischen Kollegium innehatte, den Himmel nächtlicher Weile zu konsultieren. Nächtlicher Weise. Konsultieren. Schall, als ein anderer Genie, also dafür kommt das Wort Genius, die Genii, Genius,
Genialität, das kommt daher. Schall als ein anderer Genie tat, wie man von ihm begehrte, und prophezeite dem kühnen Chun Chin den glorreichsten Sieg, sowie schließlich für ihn selbst und seine Nachkommen den vollkommen ruhigen Besitz des ganzen himmlischen Reiches. Nun brach Chun Chin mit seinem Heere auf, eroberte eine Provinz nach der anderen und schlug endlich auch den Tum Li aufs Haupt. Ja, er nahm ihn sogar mitsamt seiner Familie gefangen und ließ ihn wie alle Mitglieder derselben, also auch seinen erstgeborenen Tam Tim, welchem Pater Andreas Xavier Goffler noch eine so gloriose Zukunft vorhergesagt hatte, elendiglich erdrosseln. Die Jesuiten aber, die bisher am Hofe des Besiegten wirkten, geschah nichts, denn sie waren sämtlich vorher auf Befehl Schalls, der vom Ordensgeneral insgeheim das Patent eines Generalvikars der chinesischen Mission in der Tasche hatte, ins Lager des Siegers übergegangen. Oder mit anderen Worten, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, und zwar rechtzeitig. Ne? Auf diese Art verstanden es die Jesuiten, in zwei feindseligen Feldlagern zugleich zu wirken. Und es ist kein Zweifel, dass sie insgesamt dem Tum Li zugelaufen wären, wenn die Glücksgöttin sich ihm günstiger gezeigt hätte. Nun aber priesen sie den großen Chun Chin hoch, und dieser erwies sich ihnen so gnädig, dass sie, als er anno 1661 starb, folglich noch nicht 80 Jahre seit der Ankunft Rikis in China, bereits 38 Kollegien und Residenzen, nebst 151 Kirchen, daselbst besaß. Am allerweitesten übrigens brachte es der Pater Adam Schall, denn ihm verlieh ein huldvoller Monarch die Würde eines Mandarinen vom höchsten Rang, indem er ihn zugleich zum Oberhaupt der europäischen Bonzen sowie zum Präsidenten des Tribunals der Mathematiker des Reichs ernannte. Das war eine der höchsten und einflussreichsten Stellen in China. Und man sah den Adam Schall nunmehr öffentlich nie mehr anders als gekleidet in die reichsten Stoffe und überladen mit Edelsteinen, sitzend in einem Palantin, den 12 Sklaven trugen, von der Sonne geschützt durch einen ungeheuren Ehrenschirm, unter dem ihm zahlreiche Diener Luft zuwedelten, eskortiert von einer Schwadron seiner eigenen Leibwache und angestaunt von der Volksmasse, die ihm ehrfurchtsvollst Platz machte, um nicht mit Bambusschlägen auseinandergetrieben zu werden. Auch schenkte der große Kaiser seinem Günstling, außerdem, dass er ihn sonst mit Reichtümern überhäufte, einen großen Palast in der Nähe der Residenz und besuchte ihn darin mehr als 20 Male persönlich, während es bekanntlich in China Etikette ist, dass die Souveräne in ihrer Erhabenheit nie einen Tritt über die Schwelle eines Untertans setzen. Ja, um der Sache die Krone aufzusetzen, er gab ihm die Erlaubnis, sich in allen Angelegenheiten stets unmittelbar an den Thron zu wenden. Bei den übrigen Kron- und Hofbediensteten hatte dies durch das Tribunal der Bittschriften zu geschehen. Und vertraute ihm schließlich die Erziehung und Vormundschaft seines erstgeborenen Sohnes und Thronnachfolgers an. Also wir sehen, der Schall ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Da sollte man nicht mal so eben drüber hinweglesen. Eine solch großartige Stellung nahm der Jesuite Adam Schall am Hofe zu Peking ein. Und nicht minder großartig war die Stellung seines Nachfolgers, den ihm der General nach seinem Tode gab, nämlich des ehrwürdigen Paters Verbiest. Denn auch er wurde Großmandarin und Präsident des Tribunals der Mathematiker. Auch er erhielt den Ehrentitel Ma Fa und schritt einher nicht wie ein Prediger der christlichen Lehre, sondern wie ein stolzer Großwürdenträger des chinesischen Reichs. So, wir haben ja gelesen hier von dem Verbiest. Wollen wir eben gucken, ob wir das Bild wegmachen. Ob wir hier, mal sehen, Verbiest finden in dem Artikel. Hier.
Mr. Beast steht hier noch bei. Ne? Er hatte sich wegen seiner Behinderung zwischen seinem in Peking tätigen Mitbruder Ferdinand Verbeast verteidigen lassen müssen. Und dieser Verbeast wurde dann also später sein Nachfolger. Und den sehen wir dann hier, Ferdinand Verbeast. So können wir mal sehen, wie interessant es ist, so ein Buch zu lesen, wenn man sich ein wenig mit den Menschen beschäftigt. Ja, Bild der möglicherweise kleinen selbstfahrenden Dampfmaschine, die Verbeast als seine Konstruktion beschreibt. Ne? Also, wer hat das Auto erfunden? Hier noch mit einem Dampfantrieb. Es ist ja gar nicht mal so dumm gedacht. Ne? Naja, also dumm waren die Chinesen nicht und dumm waren schon gar nicht die Jesuiten auch nicht. Ne? Hier haben wir Verbeasts Observatorium übrigens in Peking. Kann man sich auch mal kurz anschauen. Also Sternenwarte. Und was Gott von Sternendeutern und solchen Sachen hält, das wissen wir gut genug. Ja? Aber darin sind die Chinesen eben ganz große Künstler. Pater Ferdinand Verbeast, ein Flämischer, ne? Natürlich also ein Jesuitenmissionar aus, heute würden wir sagen, ein Belgier. Hat ja auch, hier Verbeast ist ja ein weit verbreiteter Name, auch hier in Belgien, nur mal eben so am Rande bemerkt für euch. Also ich lasse den Verbeast jetzt nochmal eben hier im Bild, weil man könnte den vielleicht ein bisschen größer machen. Lassen wir den im Bild, ne? Wo waren wir denn hier stehen geblieben? Ich hatte das hier gerade eingefärbt und jetzt ist das weg. Pater Verbeast. Schritt einher, wie ein Prediger und so weiter. Was tat man aber in jenen für die Jesuiten so glorreichen Zeiten in den Kollegien, welche sie leiteten? Nun, man arbeitete darin an mathematischen Instrumenten, an Klavieren, an Uhren, an astronomischen Tabellen und was dergleichen mehr ist. An der christlichen Religion aber arbeitete man nicht. Es gingen daraus hervor eine Menge von Baumeistern, Malern, Geographen, Musikern, Astronomen, Mathematikern, Mechanikern, Ärzten und sogar Diplomaten. Schriftliche Theologen und Prediger aber produzierten sie keine. Ja, sogar eine Kanonengießerei wurde von den Herren Jesuiten Patribus unter der Oberleitung des ehrwürdigen Verbeast hart neben dem Pekinger Kollegium errichtet und die daraus hervorgegangenen Geschütze erwiesen sich als weit vortrefflicher, denn die der Chinesen waren. Dass sich die Herren Patres aber bestrebt hätten, den Geist Gottes über das chinesische Volk auszugießen, davon hat man nie etwas gehört oder vernommen. Ja, das bringt unsere Lesung heute zum Ende. Ich bin noch nicht auf einer ganzen Stunde, aber das spielt auch keine Rolex. Das waren knapp 50 Minuten. Aber da wir im nächsten Teil jetzt nach Afrika gehen, die jesuitische Mission in Afrika, möchte ich da ein neues Video starten und nicht einfach so von der einen auf die andere Sache übergehen. Wir haben jetzt also gelesen von dem Schall von Bell und seinem Nachfolger Verbeast und wie sie es geschafft hatten, in die allerhöchsten Ränge zu kommen. In so hohe Ränge sogar, das muss man sich bitte mal vorstellen, dass der Kaiser, der sonst niemals eine Unterkunft eines Untertanen betreten würde, mindestens 20 Mal sogar aus seinem Palast hergegangen ist und den Verbeast in seinem oder den von Schall in seinem Haus besucht hat. Das ist eine Sache, die muss man sehr hoch anrechnen. In der Hinsicht muss man das hoch anrechnen, dass man sagt, daran sieht man, was für einen unglaublichen Einfluss die Jesuiten haben. Ich meine, schaut, wenn wir uns das in Europa anschauen, dann kann man das ja vielleicht irgendwo noch verstehen. Dann sehen die ja auch noch ungefähr so aus wie wir. Aber ein Chinese hat doch nun mal eine ganz andere Körperstatur, eine leicht andere Körperfarbe, würde ich mal sagen. Man spricht ja von den Gelben, also die Haut der Chinesen ist doch ein wenig anders gefärbt als unsere Haut. Und vor allen Dingen ihre Gesichter sind ja ganz anders gemacht. Ihre Augenform und alles ist ja ganz anders. Man würde ja normalerweise direkt einen Chinesen von einem Nicht-Chinesen unterscheiden können. Aber wenn ich mir hier das Bild ganz ehrlich gesagt mal angucke, jetzt hier von dem Verbeast, okay, aber wir können auch mal eben noch auf die andere Seite zurückgehen, wo wir hier auf der Seite von dem Schall waren. Und da hatten wir den Schall hier ja gesehen, Adam Schall. Wenn man sich den hier anguckt, dann hat er doch ziemlich
viele, also finde ich zumindest, chinesische Züge. Ja? Auf den ersten Blick sieht der ja nun ziemlich chinesisch aus, würde ich mal so sagen. Und das ist eben die Kunst der Chinesen, sich so einzuschleichen und sich so anzupassen, wie ein Chamäleon, was wir auch oft schon in vielen anderen Lesungen besprochen hatten, dass die Jesuiten jedes für jedermann sind, ja? Dass sie sich überall als alles vorkommen lassen können, als alles, was sie sind. Und dass sie alle möglichen Lehren da gelehrt haben, außer das Christentum. Nein, das haben sie nicht gelernt. Das Christentum können sie sowieso nicht lernen, das können sie nicht. Aber selbst wenn man dem Christentum Katholizismus meint, selbst das haben sie nicht gemacht. Es war ihnen in dem Augenblick erstmal wichtiger, und das muss man, glaube ich, verstehen. Das ist eine Essenz, die der Autor hier jetzt nicht mit reingebracht hat in das Buch. Den Jesuiten ging es erstmal darum, um sich da zu etablieren und um die Machtstellen zu übernehmen oder zumindest die Stellen zu übernehmen, die die Mächtigen beeinflussen können. Und dabei ist es ihnen im ersten Augenblick nicht so wichtig, die Lehre des zwischen Anführungsstrichen Christentums, des Katholizismus zu verbreiten. Das kommt später. Erstmal muss man das Vertrauen und die Position und die Macht gewinnen in dem Land. Und dann später, dann kann die Konvertierung beginnen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja gesehen bei dieser Lesung, dass in den Religionen, die dort in China gefrönt wurden, es viele Gleichnisse zum Katholizismus gab. Ja? Wir haben die Rosenkränze, die gebetet wurden, wir hatten die geschorenen Köpfe, wir haben die Nonnenklöster, die Mönchsklöster. Wir haben die Totenanbetung, wir haben die Statuenanbetung, die Idolanbetung, wir haben die Vielgötterei. Das ist ja alles ziemlich gleich mit dem Christentum, also dem zwischen Anführungsstrichen Christentum, dem Katholizismus natürlich. Und das reicht den Jesuiten erstmal. Das wirkliche Konvertieren, das kommt dann später. Das kommt dann aus einer Ecke, dass die Chinesen das gar nicht mehr sehen. Die sind dann schon so gewöhnt, ihre eigenen Rituale so an das Christentum anzupassen, dass sie gar nicht mehr merken, wie das ineinander übergegangen ist. Genauso, wie sie in Europa nicht mehr merken, dass das Christentum in den Katholizismus übergegangen ist und dass das nicht dasselbe ist. Und genau dasselbe wird in China passieren. Und zwar, ich spreche jetzt von heute, ich spreche von 2018. Weil die Chinesen haben ja auch, sind ja immer noch unter dem Joch des Antichristen, sind immer noch unter dem Joch der Jesuiten. Ja? Das hat sich nie geändert. Was glaubt ihr denn, warum da Kommunismus gilt? Wer hat denn den Kommunismus zwischen Anführungszeichen erfunden? Das waren die Jesuiten mit den Reducciones in Paraguay, ne? Die das dann später in Russland eingeführt haben. Aber sie wollen erstmal das Vertrauen auf dieser säkulären Weise gewinnen und ihre Position festigen. Und dann werden sie nach und nach und nach auch eben das Spirituelle komplett übernehmen. Da die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche davon ausgehen, dass das Spirituelle immer über dem Säkulären regiert. Und dafür fand ich das eine sehr wichtige Lehre, dass wir mal gelernt haben, wie die Jesuiten von Anfang an, angefangen von dem Ricci und dann über den Schall und schließlich den Verbiest, in die allerhöchsten Stellungen gelangt sind in China und sich so ganz das Land untertan gemacht haben. Oder zumindest ganz das Land in der Sichtweise aus Peking heraus, das ja das ganze Land regiert hat, auch wenn das teilweise nicht mehr so war. Aber solange sie Peking unter Kontrolle haben oder hatten, hatten sie auch das Land unter Kontrolle. Und das finde ich einen sehr wichtigen Schluss, den wir aus dieser Lesung ziehen sollten, aus dem Ende dieses Teils des Kapitels, aus den asiatischen Missionen der Jesuiten, China, was hier hiermit endet, und dass wir uns dann nächstes Mal auf Afrika konzentrieren und sehen, was die Jesuiten in Afrika angerichtet haben. Ja, ein Schaden, den man heute immer noch besichtigen kann. Damit möchte ich es dann für heute belassen. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und Kommentieren. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe einiges gelernt und bin auch froh, dass ich den Schall mal wieder gefunden habe. Entschuldigung, den ich ja von früher schon kannte. Weiß nicht mehr, wo ich den getroffen habe, aber war mir nicht unbekannt. Und dann macht das Spaß, solche Sachen mal aufzusuchen und mit Wikipedia abzugleichen, was denn Theo Griesinger hier 1866 geschrieben hat. Wenn euch das auch gefallen hat, dann hoffe ich, kommt ihr zurück zum nächsten Mal, zur nächsten Lesung, wenn es dann wieder heißt, ich lese von dem Buch Die Jesuiten von Griesinger.
von ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Gründung des Ordens bis heute. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab. Möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Maranatha.